Dirk Flörke ist der neue Bürgermeister in Parchim. Der bisherige Stadtpräsident wird nach der Stichwahl am vergangenen Sonntag das Amt übernehmen. Mit 2902 Stimmen, das sind 55,6%, hat der CDU-Kandidat das Rennen gemacht. Seine Konkurrentin, die Einzelbewerberin Birgit Alisch, lag mit 2314 Stimmen und 44,3% nicht weit vom Sieger entfernt. Die Wahlbeteiligung von 34,4% war noch niedriger als vor 2 Wochen. Nichtsdestotrotz zieht der in Sachsen-Anhalt geborene Gymnasiallehrer ins Büro des Bürgermeisters und ersetzt somit das langjährige SPD-Stadtoberhaupt Bernd Rolli, der seinen Posten aus Altersgründen räumt.